Atlantis und die Riesen. Homer beschreibt die Atlanter und sagt: Diese wohnten vor Zeiten im weiträumigen Hyperae, nahe bei den übermütigen Zyklopen, die sie ausplünderten und an Körperkraft stärker waren. Hyperae ist Thule, das Nordland, wo die weiße Rasse herkommt. Von dort mussten die Weißen flüchten in ihre zweite Heimat Atlantis. Ja, heute sind wir auf der Spur unserer Geschichte im Schwarzwald unterwegs. Wir haben heute einen besonderen Gast, den wir schon mal bei Extrem News im Interview hatten. Das ist Holger Kalweit. Und wir besprechen heute ein Thema, das wir schon mal angerissen hatten mit einem anderen Interviewgast, ebenfalls in der Sendung Auf der Spur unserer Geschichte, mit Klaus Dohner. Klaus Dohner hatte über Skelettfunde berichtet, die eindeutig beweisen, wie er sagt, dass es Riesenmenschen gegeben haben muss. Also Menschen, die nicht nur 2 Meter, sondern deutlich größer als 2 Meter waren in der Menschheitsgeschichte irgendwann, existiert haben müssen. Und Holger Kalweit, der damals in unserem ersten Interview, das lief damals noch unter dem Titel Ihr Thema, zum Thema Atlantis, weil er ja ein Buch über Atlantis geschrieben hat, forscht sehr stark, was alte schriftliche Quellen überhaupt über unsere Menschheitsgeschichte, über die menschliche Entwicklung hervorbringen. Und da bist du auch über Riesen gestolpert. Was haben Riesen mit Atlantis zu tun? Ja, in der Zeit, als ich über Atlantis gearbeitet habe, also alte schriftliche Quellen untersucht habe, bin ich zwangsläufig über Riesen gestoßen. Atlantis und die Riesen, das ist ein Thema, ein großes Thema, was aber weitgehend unbekannt und verschwiegen ist, weil ja auch nicht klar ist, wo Atlantis war. Ich sage es hier aber gleich nochmal. Atlantis lag bei Helgoland in der Nordsee und sonst nirgendwo auf der Welt. Alles andere sind Spekulationen und Fantasien. Das hatten wir ja im ersten Interview schon mal im Detail quasi nahegelegt, warum gerade Helgoland und dieser Bereich oben die Hauptinsel von Atlantis war. Genau. Ja, wenn man sich mit Atlantis beschäftigt, das ist das Eigenartige, muss man nicht nur nach Griechenland gehen, sondern auch nach Kanaan, in den Vorderen Orient. Weil nach dem Untergang von Atlantis sind die Überlebenden geflüchtet in den Vorderen Orient, ins gesamte Mittelmeer, nach Nordafrika, natürlich nach Griechenland, denn die Atlanter haben wieder Griechenland aufgebaut. Griechenland ist eine atlantische Kolonie gewesen. So, das Ganze passierte 1222 vor Christi. Da wurde Atlantis von einem Kometen getroffen und ging unter. Das ist alles in den alten Schriften genau beschrieben. Gut, wir wollen aber vor allem auch über Riesen sprechen. Ich habe speziell das Riesenthema in Kanaan, also heutigen Israel, untersucht. Und dazu muss man natürlich die Bibel zur Hand nehmen. Und da würde ich gerne zum Anfang ein paar Zitate erwähnen. Hier von Moses, 1 Moses 6. Die Botschaft der Vergangenheit ist die Botschaft für die Zukunft. So, jetzt Zitat. Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und zeugeten sich Töchter, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden. Denn da die Kinder Gottes, also die Götter, zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder zeugten, wurden daraus gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Die ganze Bibel ist voll mit Hinweisen auf Riesen.
Denn als die Israeliten eingewandert sind nach Kanaan, ihr gelobtes Land, trafen sie dort auf die ganzen großen Städte und Dörfer der Riesen. Die Riesen waren aber nicht mehr viele, denn nach der Sintflut sind die meisten Riesen untergegangen. Trotzdem haben im Kanaan, aber auch weltweit, sehr viele Riesenstämme, also Männer und Frauen, überlebt. Und heute kann man überall in Israel ganz wunderbar die alten Dörfer und Städte auf den Hügeln anschauen, wo die Riesen gelebt haben. Man nannte sie in Israel oder von den Juden speziell die Rephaim oder die Anakim. Das waren Riesenstämme. Die waren wesentlich größer als Menschen, aber, jetzt kommt das Eigenartige, da die Atlanter nach dem Untergang von Atlantis auch geflüchtet sind nach Kanaan, wohnten dort Atlanter, also Nordvölker, Riesen. Und jetzt kamen die Israeliten hinzu. Etwa 2 Millionen groß war der israelitische Stamm. Und die haben die Nordvölker wie die Riesenstämme ausgerottet. Das nennt man Holocaust. Ist ja manchen Deutschen bekannt, das Wort. Noch ein Zitat aus Genesis, also Bibel. Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Göttersöhne, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen. Oder auch Genesis. In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen hatten. Diese waren die Mächtigen der Ewigkeit. Kurzum, wie entstanden Riesen? Das ist eine Hybrid- oder Mischrasse zwischen Menschen und einer ganz anderen Spezies, den Göttern. Die Götter sind sehr groß, die Menschen nicht zu groß. Es kommen also mittelgroße Wesen raus, die wir Riesen nennen. Es werden Größen berichtet von weit über 2 Metern bis 3, 4, 5, 6 Metern. Ganz Kanaan, Syrien, Irak und Jordanien, Libanon ist voll von Riesengräbern, von Megalithgräbern, also Großsteingräbern. Kann man heute hinfahren. Ich war an einem Ort letzthin, da gibt es über 15.000 Megalithgräber. Nur interessiert sich niemand für. Ganz Syrien ist voll. Ganz Jordanien ist voll von tausend von Megalithgräbern. Aber nicht alle natürlich große Riesengräber, sondern auch Gräber von normalen nordeuropäischen Menschen, die dort gelebt haben. Deswegen, dieses Gebiet gehört zu Europa oder gehörte einst zu Europa. Aber alles aus großen Steinen, also aus Megalithen gebaut. Megalith heißt ja Mega, also Großlithstein, großen Steinen, die nicht unbedingt so einfach zu bewegen sind. Und es sind die gleichen Megalithe wie in Norddeutschland, in Dänemark oder Skandinavien. Ja? Das heißt, es ist die gleiche Kultur. Riesen haben gerne gebaut mit großen Steinen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil das ist ja immer die Frage, wie können diese riesigen Steine überhaupt bewegt worden sein? Waren das jetzt Menschen so wie wir, die einfach nur andere Fähigkeiten oder Technologien zur Verfügung hatten? Oder waren das Riesen oder war das vielleicht beides? Sicherlich beides. Die Riesen wurden dann die Könige, die ersten Könige der Menschheit und haben auch die Nordvölker dominiert. Schon in Atlantis waren die Herrscher Riesen. Also Poseidon und so weiter oder Apollon oder Atlas, das waren Riesen, das waren aber keine Menschen, das war eine andere Spezies. So, und die haben die Menschen dominiert und geleitet. Vor Atlantis haben ja die Nordvölker noch woanders gewohnt. Wir kommen ja vom Nordpol her, auf der Grönlandbrücke, was man Thule oder Ultima Thule genannt hat. Dort war unsere weiße Urzivilisation. Die ging in der Sintflut unter, so die Überlieferung, nicht meine Meinung. Und dann sind die abgewandert, die überleben nach Atlantis, das heißt in die Nordsee. Die Nordsee war damals Land, kein Wasser. England und Holland und so weiter waren verbunden. Eine flache Savanne war das. Und
haben sich dort zurückgezogen und dann kam der Komet Phaeton. Phaeton heißt der Leuchtende, der fiel in die Eider-Mündung, also dieser Fluss Eider in Schleswig-Holstein. Und dadurch ging Atlantis unter und die Überlebenden sind dann in den Süden geflüchtet und haben Griechenland aufgebaut. Aber die Riesen sind mitgegangen. Das ist die Überlieferung. Riesen sind die Könige der Menschen und vielleicht auch heute noch, selbst wenn sie nicht mehr groß sein müssen. Riesen gab es und gibt es auch noch in bestimmten Teilen der Welt, auch wenn das niemand glauben will. Und es ist ein ganz zentrales Thema, aber heutzutage ist es mehr so als Kinder- und Ammenmärchen wird es dargestellt, was aber auch Resterinnerungen sind und unseres Volkes, und es wird heute den Kindern erzählt. Aber Riesen gab es, sie waren sehr groß, sie sahen nicht unbedingt hübsch aus, sie sollen furchtbar gestunken haben, das wird von allen Völkern erzählt, sie haben furchtbar gerochen, kaum auszuhalten, so ein bisschen wie Schwefel. Sie waren extrem stark, sie waren kannibalistisch ausgerichtet, sie waren kämpferisch ausgerichtet, sie bekämpften auch sich auch selbst in ihren Gruppen und Stämmen. Und sie waren völlig skrupellos, sie hatten auch, das wird in der Bibel speziell von den Juden sehr moralisch, ethisch angemerkt, sie verkehrten sexuell, also auch bisexuell miteinander, in aller Öffentlichkeit, ohne sich zu genieren. Da lässt sich also die Bibel ausführlich drüber auf, ja, aus. Und die Riesen werden in der Bibel ganz genau beschrieben. Das erste, als die Israeliten kamen von Ägypten nach Kanaan rein, haben sie Spione vorausgeschickt und diese Spione kamen dann zurück und haben berichtet, wir können dieses Land unmöglich erobern, denn die Menschen dort sind Riesen. Daraufhin gab es eine Rebellion, ist alles genau in der Bibel festgehalten. Die Israeliten wollten nicht kämpfen, haben gesagt, das können wir niemals schaffen. Moses wollte das aber, nicht, dass sie den Kampf führen, aber sie haben gleich resigniert im Angesicht dieser Riesen. Und dann ist die ganze biblische Geschichte und dann haben sie sich verweigert und dann mussten sie 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre, warum? Um die alte ängstliche Generation der Israeliten auszurotten. Eine neue wuchs heran und die hat dann gekämpft gegen die Riesen und die Riesendörfer vernichtet. Leider kann man heute ja nicht mehr nach Syrien, aber dort sind die kleinen Dörfer, sind alle noch erhalten, gebaut aus Riesenstein mit riesigen Türen, wo auch die Riesen durchgehen könnten. Alles so eingerichtet, dass Riesen eben in diesen Dörfern und Häusern Platz haben. Sind dann natürlich heute ein bisschen modern überbaut worden, aber steht alles noch. Leider ist Syrien nun verloren gegangen. Archäologisch, und es wird ja alles zerstört, ganz absichtlich. Also die Riesenkultur wird in Syrien ausgerottet. Ja, wenn doch überall diese schriftlichen Zeugnisse sogar in der Bibel so massigfaltig vorhanden sind und wenn es auch so unglaublich viele Gräber gibt und gab, wahrscheinlich noch viel mehr gab, warum gräbt die Archäologie diese Sachen nicht aus oder was passiert mit den Funden? Also überall auf der Welt werden Riesengräber gefunden, Riesenskelette. Nicht ein einziges befindet sich heute in einem Museum. Wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht. Es wurden allein in den USA Zehntausende von Gräbern und Skeletten gefunden. Sind alle verschwunden. Das waren diese Mounds, diese Hügelgräber, in denen dann dieses... Die ganzen Mounds, was wir also Hügelgräber nennen, da waren sehr häufig Riesen drunter. Denn die Riesen sind auch nach Nordamerika, ins ganze Amerika abgewandert. So, es ist ein Gesetz heute in der Archäologie und Wissenschaft, es darf keine Riesen geben. Warum? Ja, dann wäre die Geschichte ganz anders. Das darf nicht sein. So. Denn dann kämen wir auf den wahren Ursprung der Menschheit zurück. Und das ist das Kerngesetz unserer Existenz heute. Wir dürfen nicht wissen, wie wir Menschen entstanden sind. Denn wir sind nicht evolutiv entstanden, das ist ja das Dogma unserer Kultur, sondern wir sind eine gezüchtete Spezies von einer anderen Rasse, einer Tierrasse. Da wären wir jetzt wieder bei den Göttern. Nicht bei dem Gott, sondern bei den Göttern, wie es ja auch in der Bibel dann heißt. Ist ja so, ist immer die Problematik Gott
und Götter. In der Bibel stand am Anfang Götter, immer Plural. Das wurde dann umgedreht zum Monotheismus, zu dem einen Gott. Das wissen ja viele, das ist auch ganz klar. Jetzt beten wir einen Gott an, nur nicht Heidentum, nur nicht viele Götter. Also das ist ganz streng verboten, weil diese Götter waren Tiere, eine Tierspezies, die sich ableitet, wie ich dann in den Folgebüchern von mir schildern werde, von den Dinosauriern, speziell von dem Typ Tyrannosaurus Rex. Die kamen zur Genetik, die haben sich wissenschaftlich entwickelt, die haben Flugkörper entwickelt und haben dann, wie das so ist, auch wie auch bei unseren Genetikern heute, sich daran erfreut, neue Wesen zu schaffen. Heute ist man in der Genetik ja so weit, neue Wesen schaffen zu wollen, und vermutlich hat man das längst bereits, auch wenn es nicht an die Öffentlichkeit dringt. Also es geht immer darum, wir dürfen den Ursprung unserer Geschichte nicht kennenlernen. Irgendjemand hat riesige Angst davor. Und deswegen dürfen wir nichts über Riesen wissen. Es gibt kein Volk, das keine Überlieferung von Riesen hat. Gibt es auf diesem Planeten nicht. Und es sind keine Ammenmärchen. Das sind die realen Erinnerungen. Ich darf auch vielleicht noch mal was vorlesen. Da gab es den berühmten großen antiken Wissenschaftler Diodorus Siculus, der erzählt, die Riesen begannen einen Krieg gegen die Götter, den berühmten Götterkrieg. Von den Griechen Gigantomachie, Gigantenaufstand genannt. Dabei wurden die Riesen ausgelöscht von den Göttern. Also ein ganz zentrales Thema, der Gigantenaufstand, der Riesenkrieg. Warum wollten sich die Götter erheben oder wehren, die Riesen gegen die Götter wehren? Warum? Die Riesen waren halb Menschen, halb Tiergötter und hatten eine eigene Vorstellung davon, was mit den Menschen zu machen ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Riesen wollten, dass die Menschen sich technologisch weiterentwickeln und nicht auf einem primitiven Niveau gehalten werden. Das wollten die Götter nicht. Es kam zur Auseinandersetzung und zum Gigantenaufstand. Die Riesen hatten aber nicht die enorme Technologie der Götter, verloren den Krieg. Und jetzt kommt das Entscheidende. In der Bibel wird gesagt, die Sintflut, und die gab es wirklich, wurde gesandt, um die Riesen zu vernichten. Und gleich die Menschen ebenfalls mit. Wie will man eine Sintflut senden? Gut, dann kommen wir kurz zur Sintflut. In der vorsintflutlichen Welt war die Welt, so wie heute auch hier, immer wolkenbedeckt. Die Sonne wurde nie gesehen. Es war eine Wasserdampfhülle um die Erde herum. So. Die Götter, wird gesagt, wollten die Riesen und Menschen weitgehend ausrotten, warum auch immer, und haben eine einfache Technik gehabt. Sie haben diese dichte Wolkendecke, die Tag und Nacht da war, abregnen lassen und das erzeugte die Sintflut weltweit. Und dabei in der Tat starben fast alle Kulturen und fast alle Riesen. Diejenigen Riesen, die wir jetzt aus der Bibel und so weiter kennen, das sind alles nachsintflutliche Riesen. Überlebende. Und deswegen kam es ja dazu, dass die Riesen dann gesagt haben, speziell der Riese Nimrod, der oft erwähnt wird in der Bibel und in alten Geschichten, Nimrod sagte, also ein Riese, wir müssen uns gegen die Götter und gegen eine zweite Sintflut wehren. Wir müssen einen Turm bauen. Das ist der Turm zu Babel. Ein Ziggurat wie eine Pyramide. Und den hat er auch gebaut, gegen eine zweite Sintflut. Aber das hat leider nichts genutzt. Die Götter haben daraufhin sein gigantisches Bauwerk, diese Pyramide, diesen Ziggurat, zerstört. Auch der Nimrod, obwohl ein Riese, wollte etwas Gutes bewirken für die Menschen. Und er war ja auch ein großer König der Menschen, ein kriegerischer Mensch, wie alle Riesen, kriegerischer Riese, wie alle, aber trotzdem. Es geht also um das Thema,
Die Menschen dürfen nicht zu sehr hochkommen. Wir sollen runtergedrückt werden. Das ist das, die gesamte Politik, die unseren Planeten durchdringt. Wir dürfen evolutiv nicht höher kommen und kommen es auch nicht mit Handy oder Filmkameras. Ja, man muss es ja so sehen. Früher hatten sie Technologien, die wir heute nicht haben. Heute haben wir Technologien, die sie früher nicht hatten. Also, was die Götter machen, ist ein ganz einfacher Schaukeltrick. Sie geben einer Kultur irgendwelche Technologien, dann werden diese Völker und Technologien zerstört oder vergessen und es kommen neue Technologien. Und das missinterpretieren die Menschen als einen evolutiven technischen Fortschritt, den es gar nicht gibt. Es geht immer nur hoch und runter. Ja, jetzt zum Beispiel bei dem kommenden dritten Weltkrieg, der vielleicht in 1, 2, 3 Jahren stattfinden wird, Russenüberfall auf Europa. Danach sind die meisten Technologien kaputt. Das Erste, was die Militärs machen, ist die Handys, Kameras, Fernsehen, das geht alles hauruck kaputt. Das heißt, wir gehen, wie viele Prophezeiungen sagen, wieder zurück in ein landwirtschaftliches Zeitalter. Alles gar nicht vorstellbar heute, aber so wird es vermutlich sein. Das heißt, wir sind eine vollkommen von A bis Z geleitete Spezies. Wir dürfen nicht hochkommen. Warum? Welche Technologien wären denn jetzt zum Beispiel richtig fortschrittlich? Du hattest ja vorhin kurz als Stichwort gegeben, dass die Götter wohl damals schon auch mit Flugschiffen oder so unterwegs waren. Wir haben unsere Flugzeuge, aber ich glaube, die Geschichte mit den Flugscheiben, die es ja möglicherweise auch schon gab, könnte ja auch damit reinspielen, über die man ja eigentlich kaum irgendwas hört. Gerade jetzt hier die deutschen Flugscheiben, die wohl möglicherweise in den 30er, 40er Jahren entwickelt worden sind, würden uns doch heute auch zugutekommen. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die die Baupläne in irgendwelchen Schubladen verstecken. Ja, also das ist natürlich jetzt das Problem mit den Deutschen, die in den 40er Jahren die Flugscheiben entwickelt haben, die es ja noch gibt. Und die meisten sogenannten UFOs, die man heute sieht, sind reichsdeutsche Flugscheiben und Flugzeuge. Das ist gar keine Frage. Will man nicht wahrhaben, darf man nicht wahrhaben, denn dann wird ja gezeigt, die Deutschen waren technologisch so weit, das dürfen wir Alliierten nicht zulassen. Das Gleiche ist ja mit der Atombombe, die wurde in Deutschland entwickelt und wurde von den Amerikanern dann übernommen. Die Amis haben überhaupt nichts entwickelt. So. Die gesamten Technologien in Deutschland wurden gestohlen und werden heute als amerikanische oder englische oder französische Technologien dargestellt. Wir haben ja den Krieg verloren, die Verlierer haben nie etwas zu sagen. So, jetzt ist aber ein Problem, es gibt auch die Flugscheiben der Götter. Jetzt haben wir zwei Arten von Flugscheiben, die für uns Menschen nicht zu trennen sind. Wer ist was? Da kommen wir durcheinander. Aber das ist ein ganz entscheidendes Thema auf unserer Erde, das Entscheidendste überhaupt, die Hochtechnologie der Flugscheibe, mit der man nicht nur schnell und im Winkel und so weiter fliegen kann, sondern auch zum Mond. Der Mond ist besetzt. Wer wohnt dort? Götter und die Deutschen. Der Mars ist besetzt. Wer wohnt dort? Götter und Deutsche. Die Deutschen sind überall. Nur nicht in Deutschland. Das interessiert sie nicht mehr. So, also, in der Vergangenheit gab es auch große Technologien. Nicht nur die Götter hatten Raumschiffe, auch die Riesen hatten eine hohe Technologie. Zum Beispiel Levitation. Alle Großsteinbauten von den Riesen sind per Levitation gebaut worden. Also mit simplen Mitteln. Es wurden keine großen Steine geschleppt. Das gleiche bei den Pyramiden. Überall, wo wir Großsteinbauten finden und das weltweit, wurden die mit Levitation gebaut. Viele, nicht viele, aber einige europäische Forscher haben die Levitation aber auch wieder entdeckt. Man hört aber dann nichts mehr von ihnen. Warum? Diese Technologie ist für dieses Zeitalter verboten. Wir sollen Steine mit Kran schleppen. Dafür haben wir Handys und sonst was. Da ist jetzt die Frage, wahrscheinlich auch die Frage der Zuschauer, wenn es denn diese Möglichkeiten gäbe, diese Levitation zum Beispiel jetzt zur heutigen Zeit auch auszuführen, dann wäre das doch leicht, das zu filmen, das zu dokumentieren und das für alle Welt zumindest einfach öffentlich zu machen.
sodass man das nicht mehr verbieten kann. Warum ist das vielleicht ein Strukturproblem unserer Zivilisation, die ja in diesem pyramidalen System aufgebaut ist, dass dadurch solche Sachen einfach dann direkt ausgebremst werden oder es, ja. Ja, naja, wie ich sagte, es ist für eine Epoche, sind nur bestimmte Technologien gestattet von den Göttern. Wir leben ja in einer Götterwelt, wir sind ja nur die Sklavenspezies der Götter. Das impliziert ja, dass die Götter wirklich in jeden Bereich unseres Lebens eingreifen und eingreifen können, heute noch. Ja, wie du gesagt hast, ein pyramidales System, ganz an der Spitze sind die Götter, sie sind unsichtbar, sie haben sich unsichtbar gemacht. Und dann haben sie Organisationen gegründet, Freimaurer, Jesuiten, Geheimgesellschaften aller Art, die Drecksarbeit für sie machen. Die Freimaurer sitzen in allen politischen Gremien und bestimmen, heute Globalismus genannt, was passieren soll und was nicht. Wenn ein Riesenskelett entdeckt wird, ist es über Nacht schon verschwunden. Wenn ein Forscher die Levitation oder sonst was Eigenartiges entdeckt hat, ist er entweder morgen tot oder seine Patente gestohlen oder ist mundtot gemacht. Das ist das Prinzip auf dieser Erde. War nie anders, wird auch nie anders sein. Der Mensch hat keine Chance, sage ich jetzt, sich jemals höher zu entwickeln. Im Gegenteil, wir stehen ja jetzt vor dem Dritten Weltkrieg, ein von Göttern und ihren Lakaien geplantes Unterfangen zur Ausrottung der Menschheit. Wir sind ja so viele und wir sollen reduziert werden, dramatisch. Aber nicht nur die Menschen an sich, sondern auch die Technologien, das Wissen, die Kultur. Wir werden wieder zurückgefahren. Deswegen gab es die Sintflut, wir wurden zurückgefahren. Deswegen gab es den Atlantis-Untergang, der sich ja weltweit als Naturkatastrophe ausgewirkt hat. Dadurch sind die Wüsten entstanden und so weiter. Kultur wurde runtergefahren. Die Archäologen sprechen heute von den sogenannten drei dunklen Jahrhunderten. Nach dem Atlantis-Untergang 1222 vor, brauchten die Nordvölker in Griechenland 300 Jahre, das ist eine lange Zeit, um die griechische Kultur wieder aufzubauen. Das heißt, die waren so primitiv geworden, hatten gar nichts mehr, dass über viele Generationen das Wissen auch verloren ging. Das sind die drei dunklen Jahrhunderte und das haben sogar die Archäologen, die sonst wie im Wesentlichen falsch liegen, entdeckt. Ja, Riesen. Ich lese vielleicht noch mal ein Zitat vor. Da gab es den antiken Forscher Manilus, der erzählt, Riesen seien deformierte Wesen mit unnatürlichem Gesicht und unnatürlicher Gestalt, doch sie seien zerstört worden während der Zeit, als sich die Berge formten. Das ist die Sintflut. Sintflut fand folgendermaßen statt. Die Wolkendecke regnete ab, gigantische Wassermassen. Gleichzeitig, Sintflut wurde von Göttern künstlich erzeugt, ist kein Naturphänomen. Gleichzeitig wurde es kochend heiß in den Meeren und die Erde wurde flüssig, die Steine verflüssigten sich. Flüssiges Gestein, flüssige Erde, jetzt konnten die Wassermassen das problemlos durchspülen. Dadurch entstanden sämtliche Canyons, Schluchten, Berge und so weiter auf der Erde. Das ist kein natürliches evolutives Phänomen, sondern das ist in Minuten passiert. Deswegen haben wir zum Beispiel überall in der Welt die sogenannten Cartroutes oder die Steingleise. Die sehen ähnlich aus wie Eisenbahngleise, aber im Stein. Und da rätselt man nun heute, zum Beispiel auf Malta oder in Italien oder Mallorca, wie sind diese Gleise entstanden? Kann man sich nicht erklären und sagt einfach, da sind die Menschen Jahrhunderte mit ihren Ochsenkarren durchgefahren. Das ist völliger Blödsinn, weil die Gleise sind ganz gerade geschnitten, da ist nichts verwittert oder
durch vieles Durchfahren unregelmäßig geworden. Zudem gehen sie unter Wasser im Meer weiter und gehen dann bei anderen Inseln wieder hoch. Überall haben wir also diese Steingleise. Und das ist entstanden nach der Sintflut, als der Stein weich war. Aber wer ist drüber gefahren, weiß ich nicht. Aber überall findet man diese Kreuzungen, nicht, wo viel wie Autos, die sich mit ihren Reifen gekreuzt haben. Was ist da rumgefahren im weichen Stein, der dann sofort härtete und heute noch zu sehen ist? Das ist ein interessantes Phänomen. Also ich spekuliere und sage, naja, das können also die Menschen nicht gewesen sein. Die Götter haben nochmal die Erde untersucht, was los ist und konnten mit ihren speziellen Fahrzeugen durch den heißen oder weichen Stein fahren. Noch ein anderes Zitat aber. Als die Hebräer ins Land der Philister, also nach Kanaan, kamen, sprich der dort vor langer Zeit eingewanderten Nordvölker, Philister sind Nordvölker, stellten sie fest, wir sind in das Land gekommen, darin Milch und Honig fließt, nur dass ein starkes Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen auch Riesen daselbst, Enaks Kinder von den Riesen. Enak ist ein spezieller Riese gewesen. Also, die Juden haben sehr wohl die Riesen gesehen, haben gegen sie gekämpft und haben sie ausgerottet. Die Bibel ist voll davon. Man muss sie halt nur mal lesen. Es sind keine symbolischen Geschichten. Es gibt keine symbolischen Geschichten in der Bibel. Ich erinnere mich an ein kleines Heft, was ich in Blankenburg im Harz vor Jahren mal in den Händen hatte. Und da war auch so eine Geschichte, so eine Sage, eine regionale Sage über den Kampf gegen einen Riesen, der dann letzten Endes auch getötet wurde dann von den Menschen, angeblich im Harz. Wir haben ja überall, wenn man die lokalen Märchen nachliest, gibt es tausende von Riesengeschichten. Erst waren viele Riesen da, dann wurden sie immer mehr, immer weniger, ausgerottet von den Menschen, schließlich dann nur noch die Geschichten von diesen einen Riesen Rübezahl oder dieser einen Riesen, die dann auch ausgerottet worden sind. Deutschland war voll mit Riesen. Das waren im Grunde auch Menschen, aber groß und stärker, aber auch begabter. Denn die Riesen brachten den Menschen alle Wissenschaft, alle Astronomie, die gesamte Himmelskunde, insbesondere auch die Geomantie, also die Wissenschaft von der Lebendigkeit der Erde und wie man die Energieströme der Erde durch das Setzen großer Steine verändern und umschalten kann, sodass die Gegend gedeiht, wenn sie viel Energie, ähnlich wie Wasser, bekommt. Und dann wird alles wunderbar. Deswegen, wenn wir heute, oder wie schon seit Jahrtausenden, die Steine der Riesen, die Megalithsteine, zerstören, verfällt die Kraft der Erde. Damit sprechen Sie jetzt diese Ley Lines an, diese Energiebahnen auf der Erde und diese Monolithe, die dann überall dort gesetzt worden sind. Ja. Also, vielleicht kommt man eines Tages wieder dazu, dass man mit einfachen Steinsetzungen und Verankerungen in der Erde die Energie unserer lebenden Mutter Erde beeinflussen kann. Zum Positiven. Und das kommt von den Riesen, das sagen alle, das war deren ganz große Kunst. Also Riesen waren nicht einfach nur negativ mit ausgefallenen Verhaltensweisen, es waren auch die großen Wissen und es waren die Urkönige der Menschheit. Alle ersten Urkönige waren Riesen und sehr groß und hatten besondere Begabung. Es waren Halbmenschen, Hybride oder Halbgötter. Wir haben ja immer den Begriff Halbgötter oder Heroen oder Helden. Diese drei Begriffe, Heroen, Helden, Halbgötter, ist das Gleiche. Das verwechseln viele. Und das sind die Riesen. Das Riesen sind die großen Helden mit viel Kraft, nicht? Die große Steine bewegen konnten oder in der Schlacht sehr stark waren. Das sind die Heroen, von denen alle Völker berichten. Ich lese nochmal ein Zitat vor, einfach
dass man sieht, es kommt nicht von mir. Hier ein Zitat von Platon im Phaidon, seiner Schrift Phaidon. Platon im Phaidon nennt an erster Stelle Kronos, ein Gott, den ersten Götterherrscher und beschreibt ihn erstaunlicherweise im Gegensatz zu den Naturgesetzen als die große dianoetische Kraft. Dianoetisch heißt antigeistig. Also er beschreibt diesen Kronos, diesen ersten Götterherrscher, als eine antigeistige Kraft im Universum. Er würde, dieser Kronos, über den dianoetischen, also antigeistigen Teil der Seele regieren. Und er sei jener, der alles in Teile zerteilt. Er ist der Führer der Titanen, der Götterrasse. So, nochmal, dianoetisch ist das Antigeistige. Er soll herrschen über uns, speziell über unseren antigeistigen, alles in Teile zerteilenden Geist. Das ist ganz interessant. Ein Mensch ist umso weniger, meine ich, lebensfähig, je mehr er eine Weltschau hat, in der er alles in kleine Teile zerteilt und zersägt. Und er ist umso größer geistig und umso größer in seiner Intuition und in seiner Tätigkeit, wenn er alles als eine Einheit betrachtet. Und der Kronos, dieser Übergott, bewirkt im Menschen, wie auch immer, dass sie alles so kleinkariert betrachten und dadurch nicht weiterkommen. Wie die heutige Wissenschaft. Wie die heutige Wissenschaft, vielleicht nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen. Und wir sehen ja heute, ich habe früher Psychologie studiert, das nannte sich einfach Psychologie, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist diese Psychologie in Dutzende Unterpsychologien aufgeteilt, die man individuell studieren kann. Warum? Damit dieser Psychologe, der da rauskommt aus dem System, keinerlei Überblick mehr hat. Es sollen überall, in allen Disziplinen, Fachidioten gezüchtet werden. Aber entscheidend hier bei Platons Aussage ist, dass wir so klein gehalten werden. Denn das oberste Gesetz der Götter und unseres Planeten ist, Götter dulden keine Konkurrenz. Sage ich immer wieder. Wir sollen nicht hochkommen. Wir wollen doch auch nicht, dass die Hühner unsere Konkurrenten werden oder unsere Hunde und Katzen und Ziegen. Das wollen wir einfach nicht. Wir sagen, das ist doch verständlich. Nein, das ist überhaupt nicht verständlich. Warum soll der Hühnerhahn nicht über uns regieren? Ja, da schreit die Menschenseele auf. Und die Götter wollen das auch nicht. Wir werden klein gehalten. Wir kommen nie hoch. Aber wir haben trotzdem Hoffnung, dass es doch noch klappt. Insgeheim ist in uns allen der Götter, der Riesenaufstand, der Gigantenaufstand. Er ist noch vorhanden. Spätestens an der Stelle, würde ich sagen, ist es aber wichtig, vielleicht nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, wer denn jetzt überhaupt die Götter waren. Also welche Wesenheiten waren das denn? Wenn das jetzt keine Menschen waren und keine Riesen waren, aber irgendwie wohl in unserer Erschaffung mit teil hatten. Wer war das und welche Ausrichtung oder was beschreibt? Also die Überlieferung stellen es so dar, die Überlieferung aller Völker der Welt, die Götter kommen nicht aus dem Himmel. Die Götter sind keine Außerirdischen. Die Götter kommen von der Erde, es sind Erdgeborene. Griechisch Genges. Also da ist das Wort Gen drin, Genges, Gen. Die kommen, das sind die Erdgeborenen, sie sind hier geboren, in der Erde, auf der Erde. Das sind die ersten Lebewesen sozusagen und haben dann später die Menschen erfunden und gezüchtet. Andererseits haben die Götter aber Raumschiffe, Flugzeuge entwickelt, sie fliegen also. Wenn aber jetzt ein Götterpilot fliegt und irgendwo bei einem Stamm landet, was immer wieder tausendfach vorgekommen ist, müssen die Menschen davon ausgehen, dieser Gott kommt vom Himmel, also Außerirdische.
Deswegen haben wir sehr wohl schon Berichte von Stammeskulturen, die sagen, ja, die Götter landeten und kommen aus dem Himmel. Aber vorher sind sie halt woanders auf der Erde gestartet. Das ist das Problem. Es gibt, sage ich, keine Außerirdischen, dafür gibt es keine Nachweise. Es ist eine Tierrasse, eine Tierspezies, die hier geboren ist. Und das ist ihr Planet. Und wir sind nur die Hühnerbatterie. Da fällt mir jetzt gerade ein, es gibt doch aus dem indischen Raum auch diese Geschichte über die Vimanas, also über diese Fluggeräte, die damals auch Kriege geführt hatten und so vor Jahrtausenden oder Jahrhunderten. Waren das dann auch die Götter, die da rumgeflogen sind? Oder war das, ja, möglicherweise waren das wahrscheinlich auch diese Götter? Oder? Naja, die ist ja so, die Veden, also die indische Überlieferung, das will ich noch kurz versagen, kommt ja nicht aus Indien. Ja. Die Veden wurden von den Nordvölkern mitgebracht aus Nordeuropa. Deswegen spricht man von Indo-Germanen oder Indo-Europäern. Die Nordinder heute in Indien verstehen sich ja, auch wenn sie noch so pechschwarz sind, als Weiße. Nicht? Weil sie ja im Hinduismus, der auf den Veden gründet, weil die Veden sagen, wir kommen aus dem Norden vom Polarland und sind dann nach Indien gewandert, weil unser Land in der Sintflut unterging. Das Gleiche sagen heute alle Perser. Das Land heißt ja nun nicht mehr Persien, sondern Iran. Iran ist die alte Bezeichnung für das Polarreich der Nordvölker. Und die Perser verstehen sich als die Nachfahren der Nordvölker, auch wenn sie heute durch die Vermischung nicht mehr so europäisch aussehen. Also, die Veden beschreiben sehr genau Götterkriege. Es ist so, Götter bekämpfen sich auch untereinander. Das ist ihre große Lust. Das sind Kämpfernaturen, Raubtiernaturen. Die finden das gut, sich untereinander zu bekämpfen. Und das sind die Geschichten von den Götterkriegen. Die haben wir weltweit. Die sind aber abzutrennen von dem Aufstand der Riesen gegen die Götter. Das ist eine andere Angelegenheit. Und die Götter hatten von Anfang an eben verschiedene Raumschifftypen und Technologien, wie wir sie heute auch haben, aber noch wesentlich weiterentwickelt. Das ist einfach in den alten Schriften ausführlich festgehalten. Das ist nun mal so. Die Welt ist anders. Warum nicht? Okay, und wenn wir jetzt nochmal aufs Aussehen zu sprechen kommen von diesen Wesen, gibt es da auch Überlieferungen aus den Schriften oder generell, was ist Ihnen bekannt, wie sahen die aus? Das ist ja die große Frage. Die außerirdischen Theoretiker gehen nie auf das Thema ein, wie sahen denn die angeblichen Außerirdischen aus. Das ist so eine Art Tabuzone, da hat man Angst. Dabei ist ziemlich klar, wie sie aussahen. Es wird ja beschrieben. Sie werden beschrieben als Wesen zwischen Echsen und Salamandern und Fröschen und Kröten, eben Reptilien, aber auch Amphibien. So eine Mischrasse. Es gibt offenbar nicht nur die eine Götterrasse, sondern verschiedene reptiloide oder amphibische Rassen, so, die sich auch nicht immer grün sind. Und es gibt auch Darstellungen dazu. Allerdings, es ist ja der erste Satz in der Bibel, wenn Sie sich erinnern, du sollst dir kein Bild von Gott, sprich Göttern machen. Ja, warum wohl? Ja, weil sie ja aussehen wie Nichtmenschen, eben reptiloid. Und wir Menschen haben ja furchtbare Angst vor Reptilien, nicht? Krokodilen und so weiter. Also da ist eine archetypische Angst tief in uns drinnen. Und die Bibel hat das verboten mit dem Monotheismus, weil es ja angeblich keine Götter im Plural gab, sondern nur einen Gott, den Weltallgott. So, das ist eine Strategie der Götter gewesen, um sich selbst zu verstecken, indem sie den Monotheismus, die drei monotheistischen vorderasiatischen Religionen, erfunden haben, um sich vor den Menschen zu verstecken. Heute sind sie ganz versteckt. Es gibt nur noch den lieben Gott. Also, die Götter haben immer wieder die Tricks drauf, sich zu verstecken. Ein anderer Trick ist, schauen wir nach Ägypten,
man lässt die Götter so zusammenzimmern, malen und bildhauern, dass sie wie Tiere aussehen. Irgendwelche Tiere. Daher die bizarren Götterdarstellungen in Ägypten. Das ist wieder ein Trick zur Verschleierung. Und das haben wir überall. Die Menschen stellen die Götter, auch weil sie sie inzwischen nicht mehr sehen, mit abstrakten Fantasien dar. Aber wirkliche Darstellung finden wir kaum. Die besten, die wir haben, wie die Götter aussehen, haben wir in Syrien und Irak. Da sieht man ganz klar, also sind so kleine Götterfigürchen, die haben alle ein, so wie Salamander, ein Salamandergesicht, spitz zulaufend, die Schlitzaugen und so weiter. Und nach hinten verlängerten Kopf. Die Chinesen haben noch sehr gute Darstellungen. Jetzt ist so, die Götter haben einen verlängerten Hinterkopf. Und die Menschen, die gerne die höhere Spezies, also Götter, nachahmen, haben dann etwas erfunden, nämlich wie sie Kindern, Kleinkindern den Kopf abbinden, sodass ein längerer Hinterkopf entsteht. Sie kennen sicherlich von Nofretete, dass die Büste, das ist ein Versuch einer Nachbildung der Götter. Das machen Menschen einfach gerne, eine Art Karneval. Sie wollen sein wie Götter. Wozu zum Beispiel auch gehört die Beschneidung. Nicht? Im Vorderen Orient, Ägypten und so weiter, die Juden lassen sich ja oder ließen sich beschneiden. Warum? Da deutet sich meines Erachtens, aber ich bin mir nicht sicher, an, auch ein Nachahmungseffekt, wie die Götter sein wollen. Also es geht nicht um Sauberkeit oder sowas? Nee, das ist alles so nur Ausrede. Es geht vermutlich darum, auch hier die Götter nachzuahmen und so, wie die Juden sagen, einen Bund mit Jahwe oder Jehova zu schließen. Wir sind wie du, also nimm uns an. Das ist eine typisch menschliche Eigenschaft, dass man sich wie die Oberhäupter, wie die Fürsten oder Götter oder Kaiser kleiden und darstellen. Und vielleicht kurz noch mit ein paar Adjektiven beschrieben, was waren so die Eigenschaften der Götter? Wie kann man die klassifizieren? Was war so die Ausrichtung von ihnen? Oder wie haben die? Ja, das ist eine große Frage, aber entscheidende Frage. Ist eine Tierspezies. Wenn sie sich von den Dinosauriern ableiten, aber vielleicht auch selbst genetisch verändert haben, weiß ich nicht, dann werden sie beschrieben als mit einer Zischsprache, einer Schlangensprache ausgestattet. Schlangen zischen ja so. Eine Zischsprache, die mit einem Zischen mehr sagt als bei uns ein ganzer Satz. Also eine komprimierte Zischsprache. Deswegen werden die Götter immer als Schlangen auch dargestellt. Nicht nur Reptilien insgesamt, sondern vor allem als Schlangen. Überall, wo wir heute auf den antiken Darstellungen Schlangen sehen, sagen wir, wir sehen einen wunderbaren Gott, sagen wir Apollon, menschlich dargestellt als Held und Heros, aber unter seinen Füßen ist meinetwegen eine Schlange. Wissen wir immer, hier zeigen die Götter, wir sind in Wahrheit Schlangen, wir sind keine schönen Menschen, Männer oder Frauen. Das ist ganz entscheidend. Die Welt, wenn Sie mal die Augen öffnen, sehen Sie überall die Schlangengötter, die Drachengötter. Götter sind Drachen. Drachen sind die Dinosaurier. Das heißt, man könnte auch sagen, sind quasi so Meister der Täuschung zum Beispiel auch dann. Ne, deswegen bei uns im Sprachgebrauch die Schlange, Meister der Täuschung, nicht? Aber auch das ist vielleicht falsch zu sagen, dass die täuschen. Das ist ihr Charakter. Die sind so. Die können um fünf Ecken denken. Wir Menschen können immer nur Ja und Nein erkennen. Wir können nicht erkennen, dass Nein Ja heißt und dieses Ja wieder Nein, dieses Nein wieder Ja. Das ist zu komplex für uns. Für uns ist, wir sind Ja-Nein-Typen, Schwarz-Weiß-Typen. Wir können nicht umdenken. Und da die Götter so sind, von naturell her, ist das für uns eine Täuschung. Sicherlich, aber die Götter denken halt anders. Sie sprechen anders. Meine Frage ist halt immer, die sich mir stellt, kann man den alten Quellen überhaupt definitiv vertrauen? Oder sind die möglicherweise vielleicht auch manipuliert? Weil, ich meine, wenn diese Götter allumfassend in die Menschheitsgeschichte eingegriffen haben,
dann wäre es ja auch denkbar, dass die möglicherweise auch diese Mythen, Schöpfungsmythen, entstehungsgeschichtliche Dinge, die ja dann auch wieder Jahrtausende zurückliegen oder lagen, dass die auch wiederum verfälscht haben, weil man sieht ja auch heute, wie die Geschichte verfälscht wird, wenn man allein 80, 90, 100 Jahre zurückgeht oder auch nur ein paar Jahre zurückgeht, da gibt es immer wieder Geschichtsfälschungen. Also so dramatisch und so deutlich, wie ich es in der sumerischen Überlieferung gefunden habe, scheint mir, gibt es nicht. Aber zu deiner Frage, ob das nicht verfälscht ist, ist es so, das ist ja sehr alt. Am Anfang wird immer gesagt, wandelten die Götter nackt und beschuppt mit Reptilschuppen unter den Menschen und waren jederzeit zu sehen. Dann haben sie eine neue Strategie eingeschlagen. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr gesehen werden, wir verstecken uns. Ab diesem Zeitpunkt wurden Götterfiguren eingeführt, also Ersatzgötter aus Holz und Stein. Und die wurden nun angebetet, nicht mehr die lebendigen Götter. Die versteckten sich. Also ein ganz großer Bruch. Kennt man ja auch aus Ägypten dann zum Beispiel. Da ist überall, ja, ne? Gewesen, ja. Also, das ist aber ein bewusster Plan gewesen, nicht wie oft behauptet wird, eine Primitivität der Menschen, dass sie jetzt Steingötter anbeten. Das stimmt nicht. Die Götter haben sich selbst so eingeführt und haben vermutlich darüber nur gelacht, wie die Menschen so dumm sein können, jetzt eine Holz- oder Steinfigur anzubeten. Aber es war ein guter Trick, sie wollten aus der Geschichte heraustreten, um so von hinter den Rücken der Kulissen, die Menschen noch besser beeinflussen zu können. Und so findet in der Geschichte ein dauernder Wandel statt. Die Götter treten hervor, die Götter ziehen sich zurück. Heute sieht es so aus, die Götter haben sich vollkommen versteckt, aber, und jetzt kommt es, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Götter wieder schrittweise hervortreten werden. Und das ist die neue Weltordnung. Der Globalismus in der neuen Weltordnung soll wieder ein Weltkaiser auftreten und das wird kein Mensch sein. Die Götter wollen wieder direkt angebetet werden und herrschen. Also gut, die neue Weltordnung, das wäre ja dann die totale Versklavung der Menschen. Also da, ich glaube, wenn es so weit kommen würde, dann wäre es ganz, ganz, ganz schwierig, da überhaupt jemals wieder rauszukommen aus dieser... Naja, aber die Versklavung ist immer, ob eine verdeckte oder ob es eine offene ist. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlicherweise glaubt, frei zu sein. Das haben wir ja gerade eben. Mhm. Und du sagst aber, die haben sich jetzt zurückgezogen, die letzten, weiß ich nicht, paar hundert, paar tausend Jahre. Wenn die sich jetzt zurückgezogen haben und jetzt noch nicht in Erscheinung treten, sondern erst dann, wenn sie quasi diese komplette Versklavung erreicht haben, dann ist das ja vielleicht auch eine Angst dererseits, oder? Wenn die, vielleicht wäre das zu früh und die Menschen würden jetzt revoltieren, wenn sie jetzt halt mit diesen Wesenheiten konfrontiert werden würden, weswegen die ja aus dem Verborgenen, aus dem Geheimen, aus anderen Dimensionen oder wie auch immer agieren müssen. Ich weiß es nicht, aber eine Technik, eine Strategie findet man immer in der Weltgeschichte, den Wechsel. Nehmen wir mal die Päpste. Bei den Päpsten kann man sehr genau sehen, der eine ist konservativ, der nächste progressiv, der wieder übernächste. Ja? Und so wechselt das dauernd ab. Das ist ein Plan. Und ein Plan, um die Menschen zwischen progressiv und konservativ sozusagen zu desorientieren. Und meines Erachtens genauso bei den Göttern. Die wechseln die Strategien, damit wir in gewissermaßen nicht auf die Schliche kommen und sie uns so verwirren, und das ist eine Form von Gehirnwäsche. Wenn man immer mit Ja, Nein, Schwarz-Weiß arbeitet, dann schafft das unser menschliches Gehirn nicht. Also es ist eine Gehirnwäsche und vielleicht gar nicht so sehr ein notwendiger Grund. Aber das sind Vermutungen. Die Götter haben, was bei uns unterdrückt ist von den Göttern, alle paranormale, also hellseherische und sonstige übernormale Fähigkeiten. Als Schlangen. Wir können dann sagen, ja, sie sind weiterentwickelt, aber was ist positive, was ist negative Entwicklung? Und mit diesen paranormalen Fähigkeiten können sie auch die Menschen beeindrucken
und so leiten, dass die Menschen gar nicht mehr merken, dass sie geleitet werden. Obwohl die Menschen ja auch diese Veranlagung für diese Fähigkeiten hätten, aber das wird irgendwie ja alles unterdrückt. Und nicht. Es wird kulturell unterdrückt, historisch völlig unterdrückt und vermutlich auch genetisch. Mhm. Damit diese paranormalen Schlangenfähigkeiten nicht zum Zuge kommen, denn der Mensch soll kein Konkurrent der Götter werden. Da wären wir wieder bei dem Thema. Ja, also Götter sind sozusagen die höheren Menschen, aber sie sind auch grausam. Aber wir sind auch grausam gegen unsere Schafe und Rinder. Vielleicht ist kein Unterschied. Aber auch, weil wir dazu gemacht wurden oder in diese Richtung gedrängt wurden, vielleicht auch geschichtlich gesehen. Also man sagt so, dass Fleischessen kam erst nach der Sintflut auf. Vorher, muss man sich vorstellen, es war ein tropisches Paradies, das Essen wuchs ein weltweit in den Mund. Die Menschen waren Sammler, aber nicht, weil sie primitiv waren, sondern man brauchte nur von einem Baum zum anderen zu gehen und abzuernten. Wenn das heute hier wäre, würden wir auch Sammler werden. Nach der Sintflut war die tropische Landschaft nicht mehr da, die Großtiere, die Großpflanzen gab es nicht mehr, war ausgerottet. Alles war kleiner. Wir leben also in einem verkleinerten Biotop. Und deswegen gibt es keine Dinosaurier mehr und großen Pflanzen mehr, weil das ging mit der Sintflut unter. Aber wir finden überall die Nachweise von Großtieren und Großpflanzen. Und da haben wir sehr gut gelebt. Es war warm, man brauchte nicht mehr groß Kleidung. Man die konnte nackt laufen, aber das war kein Zeichen von Primitivität, sondern es war nicht nötig. Auch in der Südsee und bei den Stämmen, wo es warm war, ist man ja auch relativ ohne große Kleider ausgekommen. Also das sind alles so Ideologien, die wir heute haben, die auf einem falschen Verständnis beruhen. Wir sind heute eine abgespeckte Kultur und leben in einer abgespeckten, natürlichen Umwelt. Alles ist verkleinert. Die Echsen haben die Sintflut bewusst eingeleitet, aber nicht nur um die Menschen und Riesen zu reduzieren, es gab noch einen ganz anderen Grund. Und der wird am ausführlichsten und deutlichsten und klarsten geschildert in den sumerischen, also heute irakischen, mesopotamischen Überlieferungen. Aber mit diesem Thema Mesopotamien, Sumer, und der künstlichen Erzeugung der Sintflut, das leitet an sich auf ein anderes Thema über. Und damit können wir das Thema Riesen, wie knapp auch angeschnitten, beenden. Gut, dann treffen wir uns in Kürze nochmal wieder zu einer nächsten und weiteren Sendung mit Holger Kalweit zum Thema Sumer, Mesopotamien, Urerde und ich glaube, die Sintflutgeschichte könnte auch, weil die Geschichte sich ja immer wieder wiederholt, möglicherweise in den nächsten Jahren so ähnlich auch nochmal wieder aktuell sein. Ich denke, deswegen wird das auch ein ganz spannendes Interview werden. Ja, dann danke ich dir schon mal für das Interview. Danke. Und bis zum nächsten Mal.